Herr Alfons, Sie sind jetzt nun schon einige Zeit als technischer Leiter im Festspielhaus Bregenz tätig. Welche sind denn die schwierigsten Herausforderungen als technischer Direktor bei den Festspielen? Ja, also das Unvorhergesehene, die neue Situation, um Mitarbeiter zu motivieren, beziehungsweise nicht motiviert sind sie, aber auf das neue Ziel einzustellen, und da wechseln die Ziele oft sehr rasch. Welche Besonderheiten zeichnet denn die Tontechnik auf der Festbühne aus? Stichwort Bregenzer Richtungshören. Das ist ganz wichtig, die Bühne ist über 40 Meter breit und die Spielfläche selbst über 30 Meter, damit man dort die Sänger auch dort sieht, wo man sie hört, versuchen wir das optische und akustische Bild deckungsgleich zu machen. Das hilft ungemein, in dieser großen Bühne die Sänger zu finden. Grund dafür ist, dass das optische Bild schneller als das akustische Bild da ist, und dafür machen wir kleine Tricks, damit das miteinander ist. Können Sie vielleicht die Special Soundstage ein bisschen erläutern? Ja. Wenn ein Sänger wo steht, kommt als erstes von einem Lautsprecher der Ton, damit man die Richtung ortet, und erst dann senden wir von anderen Lautsprechern zusätzlich nach, sodass das ein volles Bild entsteht, ein volles Hörbild entsteht und auch der Ton etwas beschleunigt wird, indem die Lautsprecher weiter vorne sind, damit der Ton auch gleich mit dem optischen Bild ankommt. Zusätzlich haben wir im großen Saal, also sprich in der Tribüne, noch Reflexionslautsprecher aufgestellt, die sind rundherum montiert. Dadurch simulieren wir die Reflexion einer Saalwand und verkleinern auch den Saal dadurch, als ob er für 1200 Personen ist. Das ist unsere Hörerwartung. Und diese ganze Beschallung, Bregenz Open Acoustics, können wir auch für Effekt Beschallungen nehmen und können Geigen über den Zuschauerköpfen schweben lassen oder den Raum so verändern, als ob man in einem Keller sitzt. Kann man schon verraten, welche Veränderungen im heurigen Sommer geplant sind? Ja, die Veränderungen finden von Probe zu Probe statt und von Vorstellung zu Vorstellung. Eigentlich ist das der wichtigste Kritiker ist das Publikum. Deswegen jedes Mal nach der Vorstellung kriegen wir Lobmails oder auch mal Kritik, und dann gehen wir jeden Platz ab und schauen, dass sich das täglich verbessert. Das macht natürlich der Dirigent, das macht unsere Tontechnik, der Sounddesigner, der Herr Professor Fritz und der Intendant und so weiter. Und so verändert sich das laufend. Ich kann nicht sagen, da ist jetzt ein großer Ruck. Als langjähriger technischer Direktor hat man bestimmt viel miterlebt. Gibt es besondere Höhepunkte in der Laufzeit als technischer Leiter für Sie? Die 30 Jahre, jeder Tag, jede Stunde ist ein Höhepunkt, der gigantisch ist. Aber mich freut natürlich, wenn dann irgendwo etwas verändert wird, ohne dass das Publikum merkt, dass es Technik ist, weil das ist mein Hauptziel, dass man eigentlich einen Mindchange macht wie in einem Filmschnitt und man gar nicht merkt, dass da Technik im Spiel war.